Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Jack the Lions Nummer 2. Wir ziehen weiter nach Südwesten und... Verzeichne Feindkontakt in diesem... Ah, ich habe echt gehofft, dass hier keiner ist. Na gut, okay. Hilft ja nichts, wa? Müssen wir kämpfen. Oh, no. Da ist ein Polizeiauto. Das ist blöd, das ist blöd. Naja. Lass mal Raven gleich mal gucken. Ich benutze auch das Fernglas schon wieder sehr, sehr selten. Wenn mich jemand kritisieren will, legt los. Ich sollte das Fernglas öfter benutzen. Ich meine, gut, mit Raven habe ich ja eigentlich jemanden, der ganz gut ist. Wir gucken einfach mal kurz alles ab. Nicht, dass wir jetzt zufällig jemanden übersehen, aber na gut, da oben wird keiner sein. Da kommen wir her. Gut, weiter jetzt. Ah, gehen wir weiter durch den Wald? Ja, ne? Wenn wir manchmal umsonst Tarnung. Ja, ich habe mal das kleine Rechenspiel in der Zwischenzeit gemacht gehabt. Was sich am meisten lohnt bei den einzelnen Söldnern. Und... Also bei vielen lohnen sich die 2 Wochen. Oder die 2 Wochen sind eigentlich am billigsten. Wenn man Feind ist hier. Feind ist hier. Alles betrachtet. Hab Feindkontakt. Alter Schwede. Jetzt geht's los. Der Polizist. Selbst an einem guten Tag würde ich das nicht schaffen. Wow, da hat er aber Glück gehabt. Also die 2 Wochen sind eigentlich bei vielen am billigsten. Es gibt aber auch Ausnahmen. Ich glaube, wer waren das? Kurz gucken. Genau, bei Trevor. Der kostet für eine Woche fast 30% weniger als für einen Tag oder für 2 Wochen. Also bei dem war es wirklich eklatant, dass eine Woche wirklich am billigsten ist. Muss ich auf jeden Fall jetzt auch öfter mal drauf achten. Okay. Weil, hä? Ah, okay, die Hitbox von dem Polizeiauto war jetzt irgendwo hier oben mit. Aber egal. Ja, kurz um den Gedanken abzuschließen. Also auf jeden Fall werde ich jetzt darauf achten, dass wir des Öfteren jetzt auch... No movie, Partner. I cannot make a shot. ...auf die Liste gucken und, oh, okay, danke. Einfach nur vergleichen und unsere Kosten senken. Das dazu. Werden wir auch gleich mal gucken. Wenn wir hier relativ schnell durch sein sollten. Was ich jetzt nicht so ganz glaube, wo ich mir den Balken angucke. Okay, der haut ab. Ja. Ich denke mal, das sollten aber auch dann die letzten Zivilisten gewesen sein. Also nur die beiden Polizisten, meine ich. Da mit ihrem Streifenwagen, der da rumsteht. Oh nein! Und ich hoffe, dass die ganzen restlichen Gegner sich hier unten irgendwo einfinden und nicht noch in der Walachei umherlaufen. Sehr schön. Fantastisch! Trotz der ganzen Bäume hier. Ja. Wollte ich selber auch schon mal nachladen. Haben wir das in der nächsten Runde nicht. Beziehungsweise wenn wir die Unterbrechung bekommen. Obwohl das eigentlich auch keinen Unterschied macht, ob ich jetzt in der Unterbrechung nachlade oder vorher. Macht keinen Unterschied. Feindkontakt! Feindkontakt. Ah, der liegt hinter Baum wahrscheinlich. Ah, komme ich nicht wirklich ran. Hab Feindkontakt! Ja, das ist wieder der schönste Level für einen Scharfschützen. Einfach nur irgendwo rumliegen. Und alles auf sich zukommen lassen. Das erfreut mich. So, mit Kralle gehen wir aber trotzdem schon mal ein Stück vor. Ich hoffe, dass ich diesen Polizisten hier nochmal sehe. Der jetzt hier Hackengas gegeben hat. Oh nein! Da ist er. Okay, die Runde ist eh vorbei. Selbst an einem guten Tag würde ich das nicht schaffen. Wow, 202. Ja. Ich frage mich gerade, wo ich sehe, dass er einen Kopfschuss bekommt und nach vorne umkippt
ob das realistisch ist. Achso, ich habe vergessen zu schießen mit Tor. Feindkontakt! Ist es möglich, dass man einen Kopfschuss von vorne bekommt? Und dann trotzdem nach vorne umkippen kann? Ich glaube nicht, oder? Also rein physikalisch würde es, glaube ich, wenig Sinn machen. Oh, jetzt kommen sie hier aber geballt. Trevor Colby. Very nice. Da hätte ich mir hier richtig in die Hose geschissen an Tech seiner Stelle. Na? Ah, schade. Dann Trevor. Ja, durch die Verbesserung der Waffen ist es doch deutlich besser geworden, was die APs betrifft. Entschuldigung. Wir verbrauchen jetzt echt wenig Schuss, wenig APs pro Schuss. Kann's nicht identifizieren. Das ist wirklich hervorragend. Gut. Die Treffsicherheit steigt natürlich auch noch bei allen. Das ist ja auch noch der positive Nebeneffekt. Aber das mit den APs, wenn ihr seht, wir fangen jetzt hier bei 19 an. 19 APs pro Schuss. Der ist hinüber. Also wenn es da mal hart auf hart kommt und man sich direkt gegenübersteht oder irgendwo in den Raum rein. Alter Schwede, hab ich mich gerade erschrocken. Alter Schwede. Ja. Puh. Okay. Du kleine Mistmarder. Oh, und ich sehe ihn doch nicht mal. Jetzt sehen wir ihn. Jetzt haben wir aber keine APs mehr. Hat Tex Granaten? Ja, hat er. Können wir uns mal bitte rächen an ihm? Kann er die hinschmeißen? Effektiv nirgendwo hin. So, vor dem Baum. Daneben können wir sie auch werfen. So. Gleiches mit Gleichem. Howdy, Partner. Wir haben eh mehr als genug Granaten. Und Mr. Tex kann auch nochmal. Bullseye! Ich hab's! So, wieder hinlegen, wieder anvisieren. Und okay, Tor ist immer noch komplett raus, auch was die APs betrifft. Ja. Der braucht erstmal so ein, zwei Runden, bis er wieder halbwegs regeneriert ist, was die Ausdauer betrifft. Okay. Immer noch zu wenig. So. Ich hab it. Raven, lass mal. Der Feind ist hier. Ah, ich wollte gerade sagen, auch noch mal kurz trinken. Ich weiß nicht, ob sich das auswirkt. Oh, ich sag mal nein. Ja. Wundert mich eigentlich. Normalerweise. So, jetzt so. Sollte die Treffsicherheit dabei geringer Ausdauer deutlich schlechter werden. Angelegt hat sie noch. Jawohl, okay. Dann geht ihr drei mal kurz hier außen lang. Einfach nur hier den Wald mal kurz ablaufen, ob hier noch irgendwelche Gegner sind. Hier ist etwas. Karl und Red gehen mal hier drüben lang, machen genau das gleiche. So, einmal quer rüber. Warum jetzt auch nicht mehr schlafen? Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Denn jetzt haben wir echt eine vernünftige Treffsicherheit. Ja, yeah, sehr schön. Der ist hinüber. Ja. Ja. Ah, viele Gegner sollten es nicht mehr sein. So, mal kurz speichern. So. Ach, ich denke mal, hier oben wird keiner mehr sein. Hier geht man da lang. Ihr beide hört auch auf. Was haben wir denn hier? Schleichen und Lauf mache ich noch Eingang. Ist etwas. Was Scorpion ist Evo. Zeit, den Müll rauszubringen. Oh, er lebt noch. Ich hab gedacht, er ist schon tot. Jetzt. Bingo! Ja. Und da kümmern wir uns jetzt. Ah, so zwei, drei Gegner sollten es noch sein. Zeit,
den Müll rauszubringen. Da haben wir nochmal Uno. Wow. Bingo. Ja. Der sollte im Rückenmark gelandet sein. Ja, denk daran. Es ist noch mindestens einer übrig. Was ist das? Da war es auf jeden Fall wenig. Da ist was. Ja, wenig Zweifel, dass der tot ist. Bei 106. So, hier geht man zum Hintereingang. Hier durchkämmen wir hier den vorderen Bereich. Ja, Raven. Bleibt einfach mal hier. So, wir gucken mal, wie weit wir überhaupt kommen. So, ist hier einer? Da ist die Tür offen. Okay, Trapper Colby. Ja. Oh, fucking hell. Ja, ich weiß, ich könnte auch den Switch benutzen. Oh, fucking hell. Okay, selbst das macht keinen Unterschied. Oh, fucking hell. Hi, Eagle Eye Vermin, Partner. Okay. Dead Desperado. Mir kommt gleich das Frühstücksei hoch. Was ist das? Hab dich, du Hundswort. Sie sind alle weg. Kann nicht sagen, dass ich sie vermisse. No. Also ich wüsste nicht, was ich mache, wenn ich hinter der Tür sitze und irgendeiner mit so einem Dietrich die ganze Zeit da rumfummelt. Ich glaube, ich würde mir einscheißen. Gut, im Notfall. Weil das Leben ist ja nicht rundenbasiert. Ich weiß ja, dass jemand kommt. Wäre ich wahrscheinlich der Erste, der geschossen hätte. Und nicht der Gegner. Aber gut. Aber gut. Trevor Colby, du gehst bitte in diesen Raum hier. Und dann war's das schon. Ging relativ fix, wa? Oh, fucking hell. Was ist denn los mit ihm? Oh, fucking hell. Oh, fucking hell. Ist das hier so eine Hochsicherheitstür? Oh, fucking hell. Oh, right on. Okay, es wäre so deutlich schneller gewesen, wäre ich außenrum gegangen, aber. Who cares? Nichts drin? Bitte eine Feder. Feder, Feder. Medkit brauche ich nicht. Gut, Camo Cat brauche ich nicht. Eine Feder. Nichts drin? Ah, ja, richtig. Das habe ich ganz vergessen mitzunehmen. Ja, ja, stimmt. Die wollte ich mir eigentlich auch nochmal ausrüsten. Nach der letzten. Hallo. Nach der letzten Nachtaktion, die ich hier mal irgendwann hatte. Mit euch. Breaking Lights. Ganz wichtig. Gleich einpacken. Bevor ich es ja vergesse. Und zwar. Ja, komm hier, Kralle. Unwichtige Munition. Alter, schon wieder keine Munition, die ich brauche. Sehr schön. I like. Kantine, die müssen wir einmal auffüllen und zwar bei Raven und bei dem anderen. Wer war das? Torkaufmann, stimmt. Und zack, voll. So, Bootcamo haben wir, brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Die Wallet brauche ich auf jeden Fall noch. Und was ich noch brauche, ist einmal kurz eine Verbindungsaktion. So, jetzt. Okay, Thor kann sich selber kurz verbinden und na gut, Raven hat auch nicht mehr so viel. Was da behandelt werden muss. Ich brauche gleich mal das Ding, was eh schon angebraucht ist, angebrochen. So, zack. Dürfte auch innerhalb von 2 Sekunden fertig sein. Raven. Super. Dann das kurz noch auffüllen. Alle nachladen lassen und dann gehen wir auch direkt weiter zum nächsten Sektor. Das hier. Ja. So, einmal nachladen. Das Tor der letzte. Ne, Red haben wir noch.
So, 20 passen auch noch maximal rein. Dann können wir hier mal stacken. Trevor. Putz. Ah, schade. Es dürfen nur ein, zwei Schüsse drin sein. Bei Raven, die hat jetzt noch 40, 50, 55 Schuss. Sollte für einen Sektor reichen. Ja, okay, der eine Schuss, da scheiße ich jetzt drauf. Nee, es nervt mich. So. Und dann sind wir durch. Wichtige Sachen gibt es, wie gesagt, nicht. Okay. Achso, eins noch. Kurz mal gucken, ob es hier noch irgendwelche besonderen verbauten Sachen gibt. Ah, wieder so ein Laser, was wir nicht abbauen können. Ein Scorpion. Okay. Nö, nichts dabei. Dann ab in den Van. Und Richtung Osten wieder. Okay, das waren jetzt auch zwei unwichtige Sektoren, wa? Drake, Drake, Drake. Alle sind unwichtig, okay. Dann sollten wir jetzt wieder in einen Bereich kommen, der wahrscheinlich ein bisschen besser bewacht ist. Hier schleichen noch welche rum, Kumpel. Okay, ist auch nur normaler Drake-Sektor. Mit Water. Ah, sehr schön. Das liebe ich ja. Also das liebe ich wirklich. Hallo. Das erinnert mich an Kommandos. Die Brücke. Weiß nicht warum, aber... I still got it. Das erinnert mich irgendwie voll an Kommandos. Okay, so, denn wir können uns jetzt nämlich einfach hier hinlegen. Oh, was ist das? Mercenary. Das ist ein Endbahnhof, ja? Ne, hier geht's noch weiter. Okay, mit den anderen gehen wir vor. Raven bleibt nur hier. Kümmert sich nur um den Bahnhof. Wobei ich dann mich nochmal kurz umlege. So. Ja. Das gefällt mir besser. So, und wir gehen außen rum. Oh nein, eine Polizeistation. Zeit, den Müll rauszubringen. Ja, vor kurzem habe ich mich ja erst beschwert, dass es lange her ist, dass wir eine Polizeistation mal hatten. Beziehungsweise Polizisten generell. Oh nein! Und da ist es soweit. The Police Headquarter of Drake wahrscheinlich. Ich bin auch mal gespannt, was in der Mitte uns erwartet. Also der... Ja, wahrscheinlich Hauptsektor von Drake. Der auch somit am besten bewacht sein sollte. Sehr gut, Red, sehr gut. Ja, den sehen wir nicht mehr. Wer ist das hier eigentlich? So, wir pumpt ist ein Trapper, genau. Ah, wir können sogar auf den Torso schießen. Ja, können wir eben nicht. Ah. Einen Kopftreffer brauche ich nur. Danke. Kralle, danke. So, dann habe ich jetzt wieder auf Unterbrechung. Da ist die Tür aufgegangen. Und der Alarm. Rüsselers. Rüsseler. Bingo. Der rüsselt nicht mehr. Feind ist hier. Oh, eine Frau. Hallo. Ah. Oh, reicht. Jesus Christ! Das sind die Verbrecher. Oh Gott, diese Polizeistation ist schon wieder so gut bewacht. Ich krieg einen Föhn. Ja, kommt einfach alle raus. Ja, geht wieder nicht. Ich weiß gar nicht, warum er noch anzeigt, dass wir eigentlich noch eine Chance hätten. So, Tor kommt hier hin, Trevor kommt da hin. Text. So, Ernie sieht die gute Frau. Ach. Tötet die gute Frau. Dass du dich ja nicht totstellst. So, dann versuchen wir hier mal unser Bestes. Ja, das geht nicht. Das wird nix. An die komme ich nicht ran. Das
müssen entweder aufstehen oder ich gehe außen rum. Ich sollte wohl besser einen Abgang machen. Oh. Ein regulärer Gegner. Alter Schwede. Bewegt er sich noch? Nee. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Weil anders komme ich an die nicht ran. An den blonden Typen genauso ja. Nicht. Hervorragend, Tor. Das ist gut. Dann kann Red sich nicht um den Typen kümmern. Oh, glatter Durchschuss. Und gerade auch. Ne, gerade nicht. Der wird abhauen und umkippen. Gehe ich fest von aus. Wenn er APs hätte. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass sich Polizisten und reguläre Gegner hier so irgendwie die Waage halten. Also es ist nicht so viel Unterschied. Ups. Hab dich. Die sahen beide sehr danach aus, wie als wenn sie in den Kopf gegangen wären. Sehr gut, Tex. Oh. Bonsai! Anscheinend hatten wir den schon mal. Ja, stehen ist aber auch gut. Red kümmert sich um ihn und dann haben wir noch Thor. Oh, Thor so vor. Okay, er schießt jemanden über die Mauer. Ich glaube irgendwie nicht dran. Ja, okay. So, dann Kralle nochmal. Soll sich mit dem reden. Knapp daneben. Da sind die Verbrecher. Gut. Von den normalen Gegnern kommt keiner. Die beiden. Ja. Haben wir kurz Japan-Läufe gemacht und an die Wände angeschlagen. Der schlägt nichts mehr an. Bingo! Der ist ziemlich weit weg. Ah, selbst da komme ich nicht über die Mauer. Okay. Da muss ich mich mal von außen nähern. Yep. So. Sollten wir den nicht mehr sehen können. Yep. So, positionieren Trevor mal kurz hier. Obwohl das eigentlich immer blöd ist. Sollte mal einen Abstand lassen, damit yep. Ich einen Schritt nach vorne machen kann. So, okay. Letzte Aktion für diese das Folge. Sind die Gangster. Ich sehe sie. Diesen Menschen hier noch töten. Keine Sorge, Sportfreund. Ja. Yeah. Ich bin nicht sicher, ob es sitzt. Was ist das? Sehr gut. Schöner hat Schuss. Du Hundswort. Ah, und da kommt noch einer. Hallo. Oh. Zweimal daneben. Ernie. Nicht dein Ernie. Hey, Tex macht's dafür wieder gut. Schade, will ich auch gerne mal sehen, wie der Mensch dann ins Wasser fällt. Howdy, Partner! Ach, jetzt sehen wir ihn noch nicht mal mehr. Schade. Gut, der wird aber jetzt aufstehen. In der Zwischenzeit. Oh nein! Kann ich schon mal den Abmoderationsmichel machen? So, das war's nämlich jetzt hier erstmal. Hab dich! Und nicht nur für ihn, sondern leider auch für euch, denn diese Folge hat ein Ende. Ja. So wie die Wurst 2 hat, hat dieses 1. Nämlich genau jetzt. Ich sag vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Reinschalten. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann auch in der morgigen Folge wiedersehen werden. Bis dahin sage ich ciao und tschüss.